das richtige Bildformat einstellen. Das DNG-Format von Adobe enthält alle Bildinformationen unverfälscht und bietet später alle Möglichkeiten der Bearbeitung. Die Belichtungszeit anpassen. Häufig ist es besser, die Belichtungszeit selbst anzupassen, als sich auf die Automatik der App zu verlassen. Den ISO-Wert anpassen. Die kleinen Sensoren des Smartphones neigen schnell zum Bildrauschen. Deswegen sollte die ISO so klein wie möglich eingestellt werden. Manuell fokussieren. Bei schwierigen Motiven ist es hilfreich, manuell zu fokussieren. Lightroom bietet eine manuelle Fokussierungshilfe mit grüner Kantenanhebungsfarbe. Stativ und die Selbstauslösung nutzen. Mit einem Stativ und der Selbstauslösung kannst du Mikroverwacklungen beim Auslösen der Kamera vermeiden. Viel Erfolg bei der Verwendung der Lightroom Kamera App.